Hallo, schön, dass du wieder da bist. Es geht in den Endspurt mit den Büchern, weil für morgen, für 24. habe ich mir eine andere Überraschung überlegt. Aber heute stelle ich dir noch ein paar Bücher vor, die ich eben in den letzten 2, 3 Jahren fertiggestellt habe, wobei ich die nicht alleine geschrieben habe. Das wäre jetzt doch ein bisschen viel gewesen. Wir haben pro Jahr auch wieder 2 bis 3 Bücher rausgebracht. Das sind die Bücher aus der Yang Sheng-Reihe, die ich mit einem Autorenteam gemeinsam veröffentlicht habe. Ein TCM-Arzt, eine Qigong-Spezialistin, wir haben Akupunktur, also Akupressur-Punkte drinnen zur Selbstbehandlung. Und das sind Bücher zur Selbsthilfe, zu speziellen Themen wie zum Beispiel Kopfschmerzen und Migräne. Und diese Bücher sind immer so aufgebaut, dass du Grundlagen bekommst über die TCM, also was sind die Ungleichgewichte im Körper, warum kommt es zu Kopfschmerzen und Migräne und dann Behandlungsansätze, wie du dir selber Gutes tun kannst mit Kräutern, mit Teemischungen und natürlich mit entsprechendem Essen. Und für diesen Teil des Essens, für die Ernährung und für die Rezepte bin ich zuständig. Und das ist ganz fantastisch, wenn Kopfschmerzen und Migräne ein Thema sein sollten. Ein ganz, ganz wichtiges Thema ist auch Heuschnupfen, Allergien, also Pollenallergie hauptsächlich. Hier sind super integrativ die Zusammenhänge dargestellt. Integrativ deshalb, weil wir von der TCM einfach schauen, wo, also genau dir erklären, wo ist da das Ungleichgewicht? Aber wir brauchen bei den Allergien auch das Thema Histamin, also auch der westliche Blickwinkel ist wichtig. Und ja, aktuell zur Jahreszeit Grippe und Infekte. Auch da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich selber ein bisschen was Gutes zu tun, mit Rezepten gut zu unterstützen, dass das Immunsystem schnell wieder auf Vordermann kommt. Ja, und ähnlich wie gestern fällt mir da die Wahl ein bisschen schwer, aus welchem Buch ich dir da wirklich so ein PDF zusammenstelle, weil das es nicht zu unübersichtlich wird. Ich habe aber spannende TCM-Infos für, na, war das Falsche jetzt, für Grippe und Infekte, weil das passt vielleicht gerade recht gut zur Jahreszeit, zusammengestellt und ein paar Rezepte, vor allem Teemischungen, die sehr, sehr gut helfen können. Und diese Ratgeberbücher sind ein großes Herzensprojekt von mir. Wie das ist, wenn mehrere Autoren zusammenschreiben, das ist finanziell absolut uninteressant. Also da bleibt für jeden Einzelnen von uns nicht wirklich was über, vom Zeitaufwand etc. Aber das ist ein Geschenk, das wir ja allen machen, die für sich selber was tun wollen. Wir haben das mit großer Freude gemacht, mit ganz viel Liebe zum Detail, mit ganz viel Herzblut. Und ich freue mich, wenn eines dieser Bücher dir helfen kann, wenn es dir gut tut. Vielleicht kennst du auch jemanden, der es brauchen kann. Sie sind von den Rezepten sehr, sehr einfach aufgebaut, wie immer mit heimischen Lebensmitteln, schnelle, einfache Rezepte. Und vor allem der Johannes Bernau, der TCM-Arzt aus Hamburg, der mitgeschrieben hat. Das ist für mich ein begnadeter TCM-Arzt, weil er auch sehr einfache, pragmatische Lösungen hat und wunderbare Teemischungen zusammengestellt hat für alle 3 Themen. Die Bücher sind meiner Meinung nach noch viel zu wenig bekannt. Also erzähl weiter, dass die gibt und hol dir schon wieder das Falsche, hol dir den Download, das PDF mit ein paar Infos zu Grippe und Infekten. Ja, und morgen am 24., da gibt es eine kleine Überraschung und du hast jetzt noch die Chance, dich einzutragen für das PDF, für den Download. Und wir werden auch die Verlosung machen. Wir haben ja einen 1.000-Euro-Gutschein, der wartet auf jemanden, vermutlich auf dich. Also ich drücke dir die Daumen, dass du die Gewinnerin bist. Und ich wünsche es dir, dass du diesen Gutschein bekommst, den du, wenn du möchtest, für die Ausbildung
bei mir einsetzen kannst. Und dieses ganze Wissen aus diesen vielen Büchern kannst du dann ganz gemütlich in einem Online-Lehrgang über 8 Monate lernen, mit ganz viel Austausch, Supervision, wo du auch Fallstudien einbringen kannst, ganz viel fertige Materialien bringst, ich bekommst, damit du es weitergeben kannst. Also ich suche Botschafterinnen für Gesundheit und Lebensfreude, denen ich mein geballtes Wissen weitergeben kann. Und ja, ich drücke dir die Daumen, dass es klappt. Und also morgen gibt es noch einmal ein Video mit mir. Und dann ist Weihnachten. Dann gebe ich Ruhe, dann gibt es keine Bücher mehr. Also zumindest jetzt nicht für dieses Mal. Das nächste erscheint nämlich erst im Frühling. Aber da kommt dann wieder etwas. Bis morgen!